Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einer weiteren Folge von The Forest. Hört ihr dieses Stöhnen, dieses komische... Ja, die Kannibalen haben hier von hier oben angegriffen. Ich weiß nicht, einen habe ich hier aus der anderen... Also einer ist hier irgendwo im Berg drinne. Der andere war zwischen meiner Festung und Berg festgeklemmt. Den konnte ich noch töten, den anderen sehe ich einfach nicht. Weder von oben noch von unten. Ich dachte, die kamen von hier. Ich mache hier einmal zu, weil hier hat mich in dieser Ecke, da habe ich gerade noch dieses Plateau, also diesen Hochstellposten da fertig gemacht. Und der kam dann direkt hinter mir. Und dann dachte ich, wir kommen von hier. Aber ich habe die Befürchtung, die kamen von hier irgendwo, weil da steckt auch noch einer drin. Mal gucken. Ich wollte heute mal wieder eine Runde wandern. Warte mal, hier gab es doch irgendwo lecker, lecker, lecker Beeren. Ne, ist alle. Schade. Ich bin hier. Matsch. Na, gib her. Matschen wir uns ein bisschen ein. Gibt es auch keine Beeren. Habe ich schon mal weggefuttert. Alles leer gefuttert. Verdammt. So. Ein Arbeitskollege meinte, Heinrich, du bist da vor dem... Ah, hier ist Essen. Du bist vor dem großen Loch. Du musst dich einfach nur umdrehen. Na, also wenn das Loch da... Oh, hier ist auch ein Busch. Happa, happa. Machen wir Proviant. Wenn wir da vorstehen, vor Loch und Berg, müssen wir uns quasi nur umdrehen. Nicht in die Richtung. Ich glaube, in die Richtung so grob. Und dann sollten wir auf einem riesengroßen Lager treffen. Und dort geht es in eine Höhle hinab. Und dort soll man den Kompass und die Karte finden. Jetzt habe ich mir, weil ich jetzt mal langsam neugierig war, auch bei YouTube ein, zwei Videos zu diesem Thema angeguckt. Und alle beide, die mir vorgeschlagen wurden, sagten, hey, um den Kompass zu bekommen und die Karte, macht Folgendes, bringt euch um. Ja, toll, ist gut. Guter Tipp. Hey, ich bringe mich einfach um. Nee, finde ich jetzt, könnte ich machen, aber ich finde es ein bisschen lame, einfach so an die Karte zu kommen. Ich versuche jetzt einfach durch, ja, Fußmarsch hier, durch den Wald, feindliches Gebiet, diese Höhle zu finden. Wenn ich sie nicht finde, finde ich sie nicht. Wenn ich sie finde, ist gut. Du willst mich doch verhohne piepeln. Ein bisschen jagen ist immer gut. War ich das oder wieder ein Kannibale? Oh! Nein! Ich habe dich umsonst getötet. Es tut mir leid, man kann nur drei... Ja, man kann nur drei Tiere... Oh. Tut mir leid. Umsonst getötet, das mag ich nicht. Ich finde, wenn man schon ein Tier tötet, sollte man auch... Jetzt sehe ich den Berg nicht mehr. Sollte man auch es essen. Also keine... Ja, das war mal... Ein anderer Schrei. Wurde ich entdeckt? Nein. Jetzt trauen sich die Varane mir gegenüberzustehen, ne? Gar nicht, waren wir hier schon mal? Ich glaube, wir waren schon mal überall. Oh. Der hört sich... Das ist eins von diesen großen Viechern. Also ohne Höhenvorteil möchte ich nicht gegen diese Viecher kämpfen. Ich habe ja dieses Riesenbibi, dieses riesige Fleischklops-Ding. Dann gab es ja Spider-Man. Gab es denn da noch? Und dieses komische Arme im Gesicht-Vieh oder was das auch auf dem Kopf.
Weiß nicht, ob die feste Namen haben. Ah, hier ist ein Lager. Also er meinte, im Lager selber gibt es wohl ein Gebäude oder irgendeine Möglichkeit, doch runterzukommen. Sieht groß aus, oder? Das? Ist so easy und ich bin da nicht einmal hingekommen. Oh, Tennisbälle. Man hat aus ihnen einen Tennisballkorb gemacht. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es. Alter. Aber hier gibt's Tücher. Das ist schon mal schön. Das ist doch groß, oder? Wie viele Tücher es hier gibt. Tücher, Baby. Yeah. Ohne irgendwas kaputt zu schlagen, ist hier schon ein Meer von Tüchern. Aber wenn man das natürlich alles sagt, gibt es vielleicht manchmal auch was Tolles. Oh, der hat Haarschmuck. Ja, eine Flasche Alkohol zum Beispiel. Ah, lass mich doch durch. Ach ja, wir haben ja. Also hier gibt's auch. Das Dorf muss ich mir merken. Für Tücher schon mal nice. Treibstoff haben sie auch hier. Also immer letztes Mal, als ich, ich glaube, es war letzte Folge, die ich gesagt habe, Tücher sammeln, ne? Genannt habe. Auch wieder Benzin und ach. Also hier kann man echt easy peasy Tücher sammeln. Was sind da Stifte? Ja, Kugelschreiber. Kreativ. Kreativ sind die Kannibalen. Und ein Schuh noch oben drauf gepackt. Stifte in den Kiefer gerammt. Ich will den Stein, ich will den Tuch. Gib her. Also, die haben irgendwas gegen Tennisspieler, glaube ich. Ist eine komplette Tennismannschaft mitgeflogen? Ja, ich weiß, ich bin dreckig. Komm, auf da. Noch mehr Tücher. Ich hoffe nur, dass man Tücher unendlich sammeln kann und nicht irgendwie. Oh, sie haben 50 Tücher. Mehr geht nicht. Bei den Snacks und bei den anderen Gegenständen ja eigentlich auch. Tücher. Uhr. Ah ja, du. Brauchst, oh, was ist das denn? Das glitzert so. Seil kriege ich auch noch mit. Okay. Müssen wir wieder Fallen bauen. Noch mehr Tücher, Tücher, Tücher. Sieht nicht gesund aus. Absolut nicht. Seil. Ah, ich bin voll. Dosen. Warte mal, wir finden ja gerade viel zu futtern. Essen wir mal was. Trinken. Oh, das ist nicht so verschwendet. Hier ist auch noch mehr trinken. Hier hängen sie alle. Tuch, gib her. Ah ja, wenn man die, glaube ich, schnitzelt, kriegt man. Das war nur in der einen Höhle, glaube ich. Ah, doch. Man kriegt Dollars, wenn man sie ein bisschen zerhackstückelt. Hier gibt es hier was zu trinken. Genau. Noch mehr trinken. Medizin. Immer gern gesehen. Also die Basis ist super. Echt super. Guter Tipp. Danke dafür, Kollege. Ich glaube, davon haben wir auch genug. Da sind noch mehr Kisten. Ah ne, sind einfach diese Platinen. Oh, man kann nicht so genug Leiterplatten bauen. Oh, warum das nicht? Ey, wir haben zu viel nicht Kleber, ne? Ich habe letztes Mal schon irgendwie Sprengstoff gebastelt, nur damit ich hier
brauchte der denn noch? Geld, Uhr, Alkohol. Geld, wo ist die Uhr? Habe ich jetzt nicht reingetan. Was da? Ja. Brauchen echt mehr Klebeband. Und diese ganzen Klebeband-Sachen habe ich immer nur bei den Kisten gefunden. War da hinten auch schon? Wir sind nicht mehr allein. Gut, ja, du, ich habe jetzt keine Lust zu kämpfen mit dir. Geh jetzt einfach in die Höhle. Kann ich? Doch. Tüdelü. Hau rein. Mach's gut. Wir sehen uns. Mach's einfach mal feige. Weil ich glaube nicht, dass er in die Höhle nachkriegt. Passt auf. Jetzt bin ich ihn oben aus dem Weg gegangen. Hier unten gibt's gleich ein riesen Monster oder so. Da mal einen Schluck Kaffee. Wenn man hier am Seil runterklettert, muss man mal ein bisschen, ne? Hm. Scheiße. Die wissen, dass ich da bin. I love travel. Ja, und Gedärme. Hört sich nicht gut an. Ah, wie hießen die nochmal, die von unten kommen? Stalagniten... Titen waren von oben. Stalagnat, wenn sie, glaube ich, zusammentreffen. Ich vergesse das immer, Mensch. Weil immer, wenn ich das sehe, fällt es mir wieder ein. Aber, Passagier gefunden. Oh, Alkohol gefunden. Viel wichtiger. Na. Aber ich brauche Klebeband, verdammt. Kriegen wir schon gar nicht mehr alles mit. Ah! Yes. Hey. Karte. Wir haben die Karte. Endlich. Was für ein Tag habe ich? 50? Danke, Bergsteiger. Oh, der wurde vom Stein erwischt. Er guckt doch ein bisschen traurig. Sieht echt übel aus. Oh, Bein verdreht. Der Kopf ist auch komplett verdreht. Möchte man da weitergehen? Es geht auf jeden Fall weiter runter. Na gut. Oben wartet ja jemand auf uns. Und dann gehen wir mal weiter runter. Hm. Achso, war gar nicht so tief. Schön blutig hier. Aha. Ein bisschen Wassergeplätscher. Hast du mich erschreckt? Du kleine Sau, du. Alter. Ja, das Spiel erwischt mich ab und an. Ich geb's dir zu.
War aber bestimmt nicht der letzte. Da holen wir mal Schnitzelwerkzeug raus. Bringt das was, wenn man die tötet? Kann man die essen, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob das so gut ist, Fledermäuse zu essen. Hm. Mal einen Schluck Kef. Ah, wir werden gerade gesehen. Ja. Ah, mit dem Schatten, das ist ganz cool. Ah, so eine Lampe. Die habe ich auch. Zwei, drei. Ah, da ist einer. Hm, hier gehen wir rechts lang. Weiß gar nicht, ob die immer. Ich denke immer, die sind erst dann tot, wenn sie nicht mehr. Also, wenn ich dieses Symbol kriege. Ja gut, ist jetzt ein bisschen da in die Wand gefallen. Ist ja nicht so schlimm. Ist das ein Fernseher? Speerchen. Ah, Tüchlein. Ach, Tücher. Das ist meine Droge, Stoff. Da geht's auch weiter. Da geht's hier tiefer. Ist auch richtig versteckt hier. Da hinten ging's ja auch tiefer. Ich habe das Gefühl, die Folge wird schon wieder lange dauern. Also ich habe schon echt das Gefühl, das wird bestimmt wieder keine kleine Höhle sein. Ach, hier geht's auch noch weiter. Willst du mich verarschen? Die haben eine Karte, ne? Der markiert so alles ein bisschen. Na, hier geht's raus. Das ist natürlich. Wollen wir nicht. Komme ich hier nochmal hoch? Ja, geht. Okay, die haben wohl Bergbauhelme gesammelt. Ah, ein Kopf von diesem Roboterteil. Snacks, ich hau mir jetzt auch mal einen Snack rein. Rohrwaran? Nee. Ach, ich habe nur Rohr mitgenommen? Meine beiden getrockneten. Ah, da geht's auch lang. Ich gehe nochmal ganz kurz da lang. Ich habe die. Ich glaube nämlich, wir kommen nämlich da irgendwo raus, wo wir eigentlich gerade waren. Stöcke. Okay, man könnte sich was zu essen machen. Wenn ich genug Stein dabei hätte. Alter, heute ist nicht mein Tag, glaube ich. Mann, oh Mann. Zweimal in einem Video. Leck mich. Ja, ich glaube, hier waren wir. Hier haben wir auf jeden Fall einen gekillt. Den habe ich den Abgang gar nicht da gesehen, glaube ich. Hm. Und da irgendwo links zurück ging es noch mal tiefer. Ja, noch mehr Äste.
jemand eine Lampe? Da hat doch jemand eine Lampe, oder? Trink nochmal einen Schluck. Hm. Wir haben noch ein bisschen Durst. Oh, Mama, ist das Essen rein hier. Sieht ein bisschen größer aus. Ich glaube, da hole ich mir mein Schnitzelwerkzeug raus. Und ich sehe gerade, wir können noch mal eine Knochenrüstung tragen. Psst. Ach, fuck. Wach geworden. Oh, es sind jetzt viele. Oh, ein bisschen zurück. So, Ausdauer. Komm her. Warte mal. Ausrüsten. Da hinschmeißen. Ich kann auch lachen. Glaubt er gar nicht. Ich kann's. Treffe ich was? Ich weiß es nicht. Nicht schon wieder die Pfeile. Warum kriege ich... Nee. Hä? Scheiße, das hauen sie ab oder was? Ah, ich treffe da nichts. Das wird nichts. Komm. Katana! So. Du bist tot. Du bist auch tot. Wo sind die anderen Pfeile? Wo sind wieder die anderen Pfeile? Du hattest einen. Danke. Schnauze. Entschuldigung, wenn ich so direkt bin. Aber ich glaube, ein, zwei haben wir echt ins Nirvana geschossen. Gut. Dann tragen wir nochmal die andere Knochenrüstung. Die sind schon sehr lediert, die sind bald weg. Also drei haben wir hier schon mal rausgehauen. Sind wir wieder gestartet. Achso, das war keine Taschenlampe, das war hier... Oh, das geht aber... tief, tief runter. Und ich glaube auch, mit den Schleifspuren, dass wir da runter müssen. Da ich aber... Oh, hier geht gerade mal ein Fall. Da ich aber keine Taucherrüstung habe, können wir das vergessen. Okay, hier geht's hoch. Das ist wichtig. Definitiv. Es ist ausgeleuchtet. Das ist bestimmt ein Weg, wo man mit der Taucherausrüstung weiterkommt. Ja, jetzt haben wir da hinten Abgang. Da sind wir, glaube ich, gekommen. Das sieht auch noch ein Weg aus und hier auch. Das ist eindeutig eine große Höhle. Na gut, war zu vermuten, ne? Also es war wahrscheinlich das größte Lager, was die haben. Dass da drunter natürlich die größte Höhle ist, ist natürlich verständlich. Oh, ich glaube, da liegt was. Da gehen wir gleich nochmal hin. Hier oben geht's auch weiter. Ah, eine Zeichnung von unserem Jungen. Den gibt's ja noch, stimmt. Ja, ganz vergessen.
Stimmt ja, wir sind ja Papa. Ah ne, wir haben ja gesagt, der hat uns ja nicht besucht, ne? Den haben wir ja gar nicht mitgenommen. Kann ja gar nicht unser Sohn sein. Oh, Alkohol, 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 Alkohol. Wir haben zu viel. Alkohol. Ach, komm, dann basteln wir uns eine Bombe. Dann was für uns Brandpfeile. Dann haben wir quasi nur Brandpfeile. Oh, ist doch nice. Dann bauen wir uns mal ein paar neue. Und Alkohol. Selbe nochmal. Kann ich nicht mehr? Städte, wir sind voll, ja? 50 und hier wahrscheinlich 50. 100 Pfeile. Okay, mehr geht nicht. Kann man sich nicht noch einen zweiten Köcher bauen? Ah. Was kann man noch bauen aus Alkohol, was man gebrauchen kann? Gibt es eine Art Molotow-Cocktail, den man werfen kann vielleicht? Jawohl, braucht man ein Tuch. Immer. Zack. Weg. Nächster. Komme ich jetzt erst auf die Idee, Molotow-Cocktail zu machen? Manchmal sind die einfachsten Sachen doch so. Oh, dann. Wieder zu viel Alkohol. Machen wir Molotow. Ich lasse das nicht liegen. Ich habe so lange keinen Alkohol gefunden. Aber es ist gut zu wissen, in dieser Höhle gibt es Alkohol. Ich lasse keinen Alkohol zurück. So. Hier los. Ich weiß nicht, ob das zu ist, offen ist, ob man da weiterkommt. Weiß es nicht, das sieht so ein bisschen aus, aber nee, doch nicht. Gut, dann ist das hier eine Sackgasse. Da haben wir das Bildchen gefunden, also müssen wir hier zurück. Noch einen Schluck Kaffee, bevor er kalt wird. Können wir hier wieder runter? Wir können ja da nochmal lang gehen. Tauchen kann ich auf jeden Fall nicht. Zum Tauchen brauche ich bestimmt eine Tauchermaske oder sowas. Das ist alles nur Müll, glaube ich. Hier geht's, glaube ich, nicht weiter. Sieht nett aus hier, definitiv, aber. Was war das denn gerade? Achso, ist da hinten die Lampe. Hä? Geht's hier irgendwie? Was ist das denn für eine Animation? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's hier nicht weiter.
Und wir müssen mal wieder was essen. Das Kaninchen. Und was zu trinken. So. Ah, hier finden bestimmt noch ein paar Dosen. Ich glaube, von da sind wir gekommen, ne? Dann gehen wir mal da lang. Nee, die Kiste ist offen. Das. Hä, was ist das? Sprühdose? Wofür? Ah, Mini-Flammenwerfer. Haarspray. Okay. Nee, ich glaube, hier war man nicht. Neue Kassette. Aber ich kann nicht mehr. Gut, ich kann kein. Dann gibt's hier, komm. Molotov-Cocktail mitnehmen. Auch eine Sackgasse. Ja gut, dann haben wir hier die Höhle quasi hier unten erkundet. Ich glaube, vorhin ging noch irgendein Abzweig, den ich nicht überprüft habe, nach unten. Aber hier muss ich eindeutig, brauche ich Tauchausrüstung. Das geht echt straight nach unten. Und wenn es dann irgendwo nach links, rechts noch mehrere Meter abgeht, ja, dann mache ich Glucker, Glucker, ne? Dann ertrinken wir. Ja. Guten Appetit, ihr Fliegen. Auch wieder zwei Wege, aber ich glaube, aus der einen sind wir gekommen und aus der anderen. Ach komm, gehen wir den mal lang. Wird er hingekommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Kann man da raufzoomen? Nee. Auch wieder zwei Wege. Ah ne, hier sind wir vorbeigekommen. Definitiv. Hier kann ich mich erinnern. Dann machen wir einen anderen Weg hier. Aha. Da kann man Nische sehen. Liegt doch was. Ich will das Bildchen haben. Ein Seil. Das war's. Wie krieg ich das Bildchen nicht? Ein Boot drauf, eine Yacht. Hab ich nicht schon ein Bild in der Yacht? Haben wir die häufiger? Ja, das ist schon das Bild. Das habe ich schon irgendwo anders gefunden. Hier war ich definitiv noch nicht drin. Okay, darum kann ich es nicht aufsammeln. Gerade komplett die Orientierung verloren. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Liegt auch nicht. Hm.
Oh, das ist ein Ausgang. Aber den nehme ich jetzt. Ja, hier muss ich ja eh nochmal rein, wenn wir irgendwie Ausrüstung haben. Und ach komm, ein Snack und noch so ein Drink. Gönnen wir uns mal. Aber müssen da nicht unbedingt Ausgänge sein, oder? Geht's hier? Das ist kein Ausgang. Scheiße. Das geht ja noch weiter. Ich dachte, die Dinger wären immer Ausgänge. Tuch. Gib her. Warum muss das immer hier so dunkel sein? Man traut sich schon gar nicht hier lang zu gehen. Wir hören wieder welche schneien. Voll. Oh. Die alle? Okay, die Babys sind tot. Alter Schwede, das ist ein Meer von Babys. Also, ich weiß nicht recht. Wissen sie zwar, dass wir da sind, das ist mir Wurst. Aber guckt euch diese Anzahl von den Babys an, alter Schwede. Das ist ein Laptop und... Was war das? Kann ich das nochmal nehmen? Nein, kann ich nicht nehmen. Ja, fuck you, Alter. Entschuldigung, wenn ich hier so direkt bin, aber ich glaube, wir haben ein Problem. Mach diesen scheiß Bogen an. Jawollo, Alter. Ich wollte doch nur raus. Guckt euch dieses Vieh an, das ist ja Spider-Man. Das ist Spider-Man! Wie komme ich hier weg? Mach Licht an! Mama Mia! Lecco mir de culo! Das Vieh kommt ja immer noch, ich sehe nichts, ich sehe gar nichts! Mach doch mal das Licht an, Mensch! Und mach doch mal dieses andere Licht an da! Hier hoch kommt's wohl nicht. Aber wenn man nichts sieht, ist echt scheiße. Jetzt direkt vor mir? Nee. Hä? Warte mal. Ich mach nochmal hier halt mal. Das ist mir hier. Das war natürlich ideal. Warum haben die denn aufgehört zu leuchten? Ich sehe ihn nicht. Das ist so übelst scheiße. Wenn man dieses Vieh nicht sieht. Der ist hier und freut sich bestimmt noch seines Lebens. Warum sind die von vorhin ausgegangen? Die müssen doch... In echt brennen die doch auch minutenlang. Lauf, ich höre ihn.
Wuhuhu! Jetzt sehe ich wieder, wie nichts, weil die scheiß Lampe ausgeht. Alter. Ich sehe nichts, diese scheiß Lampe. Das ist der letzte Rotz hier. Brenn, Baby, brenn! Erleuchte mir den Weg! Es ist tot! Wir haben es besiegt! Nein, 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 nein! Ach, schade. Mit meinem mutigen Kampfschrei haben wir es besiegt. Spider-Man. Aber wenn es einfach auf einen zuläuft, das ist so wie so ein Facehacker, quasi so die Beine spreizt. Ja, sei geil. Jetzt holen wir uns mal das Mutantenfleisch. So, aber wir hätten auch mal einen Molotow-Cocktail werfen können, ne? Ach, kann man das so tragen? Weiß ich gar nicht, okay. Jetzt habe ich das Varanfleisch so getragen. Ah, kann ich nicht nochmal kombinieren? Taschenlampe, Tuch. Nee. Was brauchen wir noch dafür? Ah, Klebeband. Verdammt. Ich habe kein Klebeband mehr. Ah, jetzt haben wir nur Brandpfeile, ne? Das geht gar nicht. Ich sehe nichts hier. Jetzt kommen diese Scheißbabys hier. Ach stimmt, irgendein Vieh konnte diese Babys loswerden, ne? Würde ja Sinn machen, dass es nämlich genau das Vieh war hier. Ich wollte doch nur raus. Ich habe langsam genug von der Höhle. Ja, da unten. 1, 2, 3, 4. Können wir uns die hier von hier oben gönnen? Gefühlt ging's. Jetzt müssen wir nur die Pfeile finden. Dafür wurde Alkohol geopfert. Danke. Ja. Aber ein Spider-Man besiegt, oder wie man das Vieh auch nennen könnte. Es geht wieder rauf. Ich hoffe, es geht hier raus. Dieser verschissenen Höhle. Es tut mir wieder leid, wenn das Video wieder zu lang geht. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es so groß wird. Oh, oh. Hier sind verbrannte Babys. Aber es geht bergauf. Aber wer hat denn die Babys angebrannt? Mutantenbabys. Ah, oh, es geht hier straight nach oben. Das gefällt mir. Oh, Koffer, Koffer, Koffer. Und ein Bein, was weggeflogen ist. Es gibt's überall diese Hairspray-Sachen. Die habe ich vorher nie gesehen. Klebeband. Juhu. Und so viel Medikamente. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Auch damit bin ich überfüllt quasi. Noch mehr Elektronik. Noch mehr Sprit und eine Kassette. Und kein Ausgang. Ach du Jemine. Ah, es ging so schön nach oben.
Ach Mann, es, bis wir wieder raus sind, ist bestimmt wieder, habe ich eine Stunde gespielt. Also, wenn das zu lang ist, dann schreibt es bitte mal in die Kommentare. Neuer Eintrag in deine To-Do-Liste. To-Do-Liste aktualisiert. Was haben wir denn jetzt aktualisiert in der To-Do-Liste? Ich finde das immer doof, dass das nicht angezeigt wird. Erforsche die Hänge der Höhle weiter. Habe ich gemacht? Okay. Hat sich der Schreibstil geändert seit dem letzten Mal? Gab es da ein Update und ich habe es nicht mitbekommen? Finde einen Weg in den Kessel, vermisst Flugpassagiere, erkunde tote Höhle, feuchte Höhle, Wasserhöhle, okay. Vielleicht das ist schon unser Ausweg. Da oben ist ein helles Licht. Ich würde dann sagen, machen wir hier einfach mal einen Break. Das Video ist schon lang genug. Ich muss mich eher ausruhen. Und ich denke mal, da oben wird der Ausgang sein, wo immer der ist. Und dann haben wir ja heute schon was geschafft, würde ich sagen. So, wir haben die Kettensäge, wir haben den Kompass, die Map haben wir auch gefunden. Die letzten beiden Runden waren echt gut. Jetzt müssten wir mal die Kettensäge gegen irgendwas anwenden. Mal gucken, ob das was bringt im Nahkampf. Aber ich traue mich nicht. Weiß nicht, wie stark so ein Mutant ist, auf, wenn der einen trifft. Das wäre mal interessant zu wissen, aber na gut. Oder ist es noch nicht da? Es ist zwar hell da oben, aber. Oh, wir haben keine Ausdauer. Ja. Es muss ja echt auch scheiße unbequem sein, mit so. Ja. Einer Knochenrüstung rumzulaufen. Sieht gerade so aus, als ob es einfach nur geklebte Knochen auf den Körper sind. Ein bisschen mit Stoff, ein bisschen mit Klebeband fixiert. Oh doch, das ist der Ausgang. Hier kommt man gleich direkt runter. Ja. Mitten im Wald, irgendwo im Nirgendwo. Also hier kann man gleich runter und Sachen abloopen. Kann man sich was markieren auf der Karte? Irgendwie nicht. Na gut. Dann geht's straight nach Hause. Das war eine erfolgreiche Folge. Und ja, bitte, wenn ihr wollt, Abo dalassen, liken, Kommentare sind auch immer gern gesehen. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.